Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Tipps für Modulatoren. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier meinen Phase 4 geladen und habe den auch mal ordentlich moduliert. Und so standardmäßig gehe ich beim Modulieren folgendermaßen vor, das ist der Tipp 1. Ich klicke hier mit der links auf das Plus und dann kann ich mir meine Modulatoren aussuchen. Oder ich habe hier meine Favoriten, da habe ich so ein paar drin, die ich aussuchen kann. Oder ich gehe hin und gehe über die Kategorie. Oder natürlich, ich kann ganz normal hier oben tippen. Das Ganze geht aber noch wesentlich einfacher. Und zwar, ich benutze ja meistens so LFOs und Steps und sowas in der Richtung. Und das ist eigentlich ein Browser-Feature, kein Modulations-Feature, aber da ich Modulatoren des Öfteren mal benutze, ist das natürlich ziemlich hilfreich. Und zwar klicke ich hier rechts, nicht links mit der Maus, sondern mit der rechten Maustaste auf das Plus. Und dann geht der Browser auf, direkt in den Favoriten. So, und dann kann ich hier meinen LFO aussuchen und habe den sofort. Das geht ratzfatz um einiges schneller. Wie gesagt, das Ganze ist kein Modulator-Feature, sondern ein Browser-Feature. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinter dem Phase 4, ist ja auch wieder ein Plus, wo ich Devices wie zum Beispiel einen Reverb oder einen Delay hinzufügen kann. Wenn ich hier jetzt statt einen Linksklick einen Rechtsklick machen, wird mein Browser wieder mit den Favoriten geladen und Bitwig denkt sich, okay, ich brauche einen Audio-FX. Und dann sehe ich hier schon meine Favoriten, die ich hier definiert habe, die ich hier mit einem Sternchen versehen habe, in der normalen Liste hier. So, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist im Prinzip auch eine ganz einfache Sache, vergisst man aber immer wieder mal. Beziehungsweise, ja, wenn man sich das irgendwie anders angewöhnt hat, dann ist das ja einfach so drin und es lohnt sich aber, sich umzugewöhnen. So. Und zwar, wenn ich jetzt hier irgendwas modulieren möchte. Ich nehme jetzt einfach mal einen neuen Modulator. Mit einem Rechtsklick nehme ich jetzt einen LFO. So. Mit dem LFO möchte ich jetzt irgendetwas modulieren. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Das lasse ich jetzt mal so im Hintergrund so ein bisschen laufen. Und das moduliere ich hier und denke so, ah, aber eigentlich klingt das nicht geil. Bin ich bisher immer hingegangen, einen Rechtsklick gemacht und hier unten die Modulation gelöscht. So, jetzt gehe ich hier hin, moduliere den hier mal. Und vielleicht sollte der Loop einfach weiterspielen. So, jetzt habe ich den hier moduliert, hier unten. Und denkst, ah nee, der ist nichts. Und statt jetzt einen Rechtsklick zu machen und den hier wegzupacken, mache ich einfach einen Doppelklick mit der linken Maustaste drauf und dann steht er wieder in der Ausgangsposition da. Das heißt, Modulation gefällt mir nicht, Doppelklick, genauso wie bei den anderen Parametern auch, geht er wieder auf diese Grundeinstellung, die er zuvor hatte. So, ein Mini-Tipp, den kennt man vielleicht oder eben auch nicht. Manche drücken hier diese Modulationstaste, um in die, oder die Modulationspfeil, um in die Modulation zu kommen. Und gehen dann wieder zurück, drücken hier wieder drauf, um wieder da rauszukommen. Es geht aber halt auch wieder einfacher, indem dass man einfach die Escape-Taste drückt. Und schon ist man wieder raus. Das ist ganz praktisch, wenn ich jetzt hier drücke und ich will den hier verändern, denke ich, ach Mensch, bevor ich gedrückt habe, wollte ich den eigentlich hier so auf 9 Uhr setzen. Jetzt muss ich hier wieder zurück, umstellen, hier wieder auf 9 Uhr. So, dann hier wieder anklicken und dann hier wieder nach vorne. So, und so kann ich einfach hingehen, wenn die Modulation hier aktiv ist, denkst du, ah Mist, anders, Escape drücken, rüberschieben, Modulation starten und modulieren. Und Escape drücken, bin ich wieder aus der Modulation raus. So, ich kann natürlich auch mal schauen, ob das mit der Modulation, nee, da gibt es leider keine Tastenkombination, wie ich das anschalten kann, wieder ausschalten kann, obwohl der hier ausgewählt ist.
Wäre auch noch eine schöne Feature-Quest. So. Und ich mache den hier gerade mal aus. So, und jetzt habe ich hier ja mehrere, und den mache ich mal hier weg. Jetzt habe ich hier ja mehrere Modulatoren. So. Und der LFO-Modulator wird hier von dem Steps-Modulator moduliert. Das heißt, dieser Bereich, diese Geschwindigkeit von dem LFO wird von dem Steps-Modulator moduliert. So, und jetzt kann ich natürlich den hier alles einstellen, die Modulationstaste drücken, dann hier den Modulator aufmachen und dann hier modulieren. Geht, kann man aber auch einfacher machen. Ich mache den Steps-Modulator auf, halte die Steuerung-Taste gedrückt, gehe auf den nächsten Modulator und klicke den an. Dann werden die nebeneinander angezeigt. Das ist ziemlich praktisch. Jetzt kann ich die auch gegenseitig hier wunderbar, sehe immer beide gleichzeitig und kann die beide miteinander modulieren. So, das Ganze kann ich natürlich auch machen. Steuerung-Taste gedrückt halten, den hier und den hier drücken. Manchmal geht das nicht sofort. Und dann habe ich alle drei Modulatoren nebeneinander. So, das geht noch weiter. Muss immer ein Modulator auf sein. Wenn ich den hier jetzt ausgewählt habe, drücke die Shift-Taste, halte die fest und drücke jetzt diesen Modulator, dann gehen hier diese drei Modulatoren aus dieser Spalte auf und da drüben geht dieser Modulator auf. Wenn ich jetzt hier noch ein paar, noch ein Steps hier und noch ein Sidechain noch rein geklickt habe, ich mache jetzt mal alle zu hier, beziehungsweise nur noch den ADSR hier auf, halte die Shift-Taste gedrückt und dann bis zum Audio-Sidechain rüber. Wieder die ersten drei Modulatoren sind hier auf und die nächsten drei Modulatoren sind dann hier auf. Der LFO, der Steps hier drin und der Audio-Sidechain. Das ist, finde ich persönlich, extremst praktisch. So, und das waren schon alle Tipps. Manchmal geht es mit der Maustaste nicht so richtig. Aber eins ist wichtig, der Modulator muss auf sein und dann kann ich den nächsten Modulator anklicken. Und wenn ich das mit Shift mache, dann ist das wie so ein Bereich auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt nur hier hochklicke, jetzt geht das gerade, genau. Wenn ich jetzt nur hier, dann wählt er nur diese vier aus. Das heißt, ich habe hier zwei und auf der Seite habe ich zwei auf, zwei Modulatoren. Also wie wenn ich hier so einen Bereich auswähle, ist das dann. So. Ungefähr. Wunderbar. So, das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr solche Tipps habt, dann schreibt ihr unter die Videos, macht eigene Videos, das wäre sogar noch besser und sagt uns Bescheid. Verlinkt ihr unter dem Video oder sagt mir Bescheid, dann verlinke ich zu euren Tipps und Tricks Videos. Natürlich auf Deutsch, für Englisch gibt es ja alles Mögliche schon, sodass die Leute, die deutsche Tutorials suchen, die natürlich auch finden. Unsere Tipps und Tricks sind immer eine ganz tolle Sache. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke ganz, ganz herzlich, die hat das ganz gerne und erzählt weiter, teilt die Videos und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.